Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Szenario-Kisten aus Mist of Pandaria und dazu war ich wieder fleißig und habe einige gefarmt. Insgesamt wollen wir 30 Stück aufmachen und dazu würde ich sagen, schauen wir jetzt als allererstes mal, wo wir stehen. Ich brauche aktuell noch 123 Items, habe bis jetzt 63,50%. Und wenn wir jetzt hier in die Kisten an sich reingucken, brauche ich bei den blauen großen Schatzkisten noch 105 Sachen. Da habe ich jetzt 53%. Und bei den epischen brauche ich nur 18 Items. Da habe ich jetzt 83%. Und ich würde sagen, starten wir mal los mit den blauen. Und, schade, das war schon mal eins, das ich schon hatte. Da ist nichts drin. Und hier, RIP, die Waffe hatte ich auch schon, die Stangenwaffe. Ja gut, schauen wir weiter. Dann habe ich den nächsten Testchar am Start. Einen Magier. Und hier ist schon mal nichts drin. Da. Oh. Ah, die Hände brauchten wir noch. Sehr schön. Und was haben wir hier noch? Eine Waffe, die hatte ich schon. Na, zumindest schon mal einen Teil. Dann haben wir nochmal einen Testchar. Und zwar den Hunter hier. Gucken wir mal. Schon mal nichts. Einen Ring. Der bringt mir natürlich auch nichts, Temok-technisch. Und ein Hals. Ja, da habe ich mal richtig reingelangt, so wie es aussieht. Als nächstes haben wir dann noch einen Demon Hunter. Wenn wir jetzt gleich mal gucken, hier haben wir noch eine Kiste. Seht ihr, der hat auch noch ein paar Quantum-Items, die ich aber leider nicht benutzen kann. Das ist immer ein bisschen schade. Jetzt schauen wir hier mal rein. Das war schon mal nix. Nope. Vielleicht hier eine Waffe. Einen Ring haben wir gekriegt. Schade. Dann habe ich noch einen Testchar, und zwar hier den Hunter. Gucken wir mal, nehmen wir die Kiste hier noch raus. So, und ist nur Gold drin und Harmoniepartikel hier auch. Und was haben wir hier? Wieder eine Halskette. Dann haben wir den nächsten Testchar. Diesmal einen Hexenmeister für ein bisschen Stoffloot. Komm, fangen wir mal von hinten an. Epische Kiste. Ah, jetzt haben wir einen Zauberstab. Sehr schön. Dann der Hals bringt mir leider gar nichts. Und was haben wir hier? Schickes? Auch nichts. Naja, zumindest ein Teil. Als nächstes haben wir noch einen Deka. Jetzt gibt es ein bisschen Plattenloot. Oder einen Stab. Was ist das? Doch, ein Streitkolben. Kein Stab. Oh, das haben wir auch schon. Und die Brust hatten wir anscheinend auch schon. Schade. Okay, dann gucken wir zum nächsten weiter. So, jetzt gucken wir mal. Also, jetzt habe ich hier noch einen Testchar, den Hunter. Was ist das? Nee, schade. Hätte ja sein können, dass ich ein Temok kriege. Epische Schuhe. Hatte ich auch schon. Und das hat man noch nicht, die Kettenhände. Na wunderbar, zumindest ein Teil. So, dann habe ich jetzt hier noch einen Testchar rausgekramt. Einen Krieger, also ein bisschen Plattengear, wenn es geht. Schauen wir mal. Ne, das hatte ich anscheinend schon. Nummer 2 ist leider auch nichts. Und jetzt aus der epischen Kiste ein Ring. Okay, das war eine Nullnummer, schade. Und dann haben wir zu guter Letzt noch einen Hunter. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Bisschen Kettengear vielleicht. Nee. Quest, die man nicht annehmen kann. Das bringt mir auch nichts. Und in der epischen Kiste eine Hose, die ich schon hatte. Sehr, sehr schade. Also gegen Ende war es jetzt schon mal nichts mehr. Jetzt gucken wir mal, wo wir aktuell stehen. Und zwar bin ich jetzt am Ende angelangt bei 105 Items, die noch fehlen. Das sind 68,84%. Bei der blauen Kiste fehlen mir noch 93 Items, 58%. Und bei der epischen noch 12 Items, das sind 89%. Ja, sind wir zumindest ein bisschen vorangekommen. Zwischendrin hatte ich natürlich auch wieder das ein oder andere Mega-Dungeon gemacht und da natürlich auch ein bisschen Loot rausgezogen. Juti, dann sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.